In diesem Film beschäftigen wir uns mit den Anwendungsfällen. Wir gehen der Frage nach, was ein Akteur mit dem System einmal machen wird. Die genauen Aufgaben einer objektorientierten Steuerungssoftware werden festgelegt. Durch Erstellung eines Anwendungsfalldiagrammes werden die Beziehungen zwischen Akteuren und Anwendungsfällen dargestellt. Welche Akteure existieren im Falle des Sortierbandes? Das Bedienpersonal und der Wartungstechniker. Das Bedienpersonal möchte das Sortieren der Werkstücke veranlassen. Das Wartungspersonal möchte einzelne Funktionen testen. Das Auswerfen von Werkstücken, das Transportband und die einzelnen Schieber. Über die Include-Beziehung unterstreichen wir, dass diese Anwendungsfälle bereits Teil von anderen genannten Anwendungsfällen sind. Diese Kenntnis vereinfacht die Implementierung. Das Anwendungsfalldiagramm verschafft uns einen guten Überblick. Über die Details bleiben noch Fragen offen. Um den genauen Ablauf eines Anwendungsfalls festzuhalten, erstellen wir eine Anwendungsfallbeschreibung. Wir wählen den Fall Werkstück nach Kodierung sortieren. Diese Beschreibung besteht aus einer Schablone. Jeder Schritt zur Erfüllung des Anwendungsfalls wird genau wiedergegeben. Das Bedienpersonal legt den Starthebel um. Das Sortieren der Werkstücke wird veranlasst. Dies ist das auslösende Ereignis. Ein Werkstück wird vom Magazin auf das Transportband ausgeworfen und bewegt sich Richtung Schieber 1. Entspricht die Kodierung des Werkstückes der von Schieber 1, so bewegt dieser das Werkstück auf die Ablage. Im anderen Fall wird das Werkstück weitertransportiert. Die Prozedur wiederholt sich für Schieber 2 und 3. Bei Schieber 3 angekommen, hat das Werkstück die entsprechende Kodierung, um auf Ablageplatz 3 transportiert zu werden. Dies ist der Standardablauf. Was passiert, wenn im Magazin kein Werkstück vorhanden ist oder die Kodierung des Werkstücks nicht erkannt wurde? Dies sind Sonderfälle und werden in den alternativen Abläufen berücksichtigt. Alternative 1. Im Magazin befindet sich kein Werkstück. Der Anwendungsfall wird vorzeitig abgebrochen. Alternative 2. Die Kodierung des Werkstücks konnte nicht erkannt werden. Das Werkstück wird aussortiert. Alternative 3. Ist eine Ablage bereits belegt, so soll das Werkstück aussortiert werden. Alternative 4. Das Werkstück wird in eine Ablage geschoben, doch es gibt keine Rückmeldung der Lichtschranke. Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Auf der Basis der gefundenen Anwendungsfälle könnte ein erster Prototyp der Steuerung erstellt und mit dem Kunden diskutiert werden.